Und mit damit hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Solo Fighter bei 7 Days to Die in der 1.0 Version Stable. Ich grüße euch, bin euer Myra. Schön, dass ihr da seid. Ja. Genau, so sieht's aus. Buy wrecked or get wrecked. Ja, wir sind kurz vor der Horde. Tag 28. Ich bin von der Wüste zurückgefahren. Und habe alles vorbereitet. Ne? Wir bauen uns Concrete. Hier macht er noch ein bisschen Zement raus. Hier sind wir am Benzinkanister herstellen. Und hier ist noch die Munition angestellt. Das heißt also, er hat ordentlich zu tun. Ne? Warte mal, jetzt, da muss ich jetzt aufpassen. 25 Minuten, das passt. Nicht, dass wir da irgendwie leer laufen. Hier braucht er noch 18 Minuten, 38. Das passt auch. Ich habe die Felder nochmal neu angesetzt von dem, was ich habe. Ich kann ja leider immer noch nicht die meisten Samen, aber Aloe kann ich schon mal herstellen. Und da ist mir gerade mal aufgefallen, ich habe gar keine Medizin. Ne? Wir brauchen dringendst Medizin hier. Ich hoffe, ich kann das schon mit dem Arzt. Ja, Aloe-Creme. Warte mal, jetzt gucke ich erstmal, bevor ich irgendeinen Fehler mache, First Aid. Aber bei manchen Mods ist es so, manchmal ist es so. Ne, wir brauchen die Creme, sehr gut. Also erstmal die Creme bauen. Warte mal, nehmen wir hier noch mit raus. Und Bandagen brauchten wir, ne? Dann haben wir auf alle Fälle Medizin für die Horde. Das sollte dann, hoffe ich, reichen. 13, 20 haben wir. Dann bräuchten wir 20 Bandagen, ne? 14. Da Stoff. Aber ich darf nicht zu viel Stoff nehmen. Ich glaube, Bandagen sind sehr teuer. 10 Stück. Uff. Uff. Uff, uff, uff. Wir brauchen dir noch Mollys. Die sind sogar noch wichtiger. das kostet 5 Stück. Wir werden erstmal die Mollys in Bestellung geben, würde ich sagen. Und dann den Rest. Warte, wo ist mein Elektro? Habe ich gar nicht hier. Hier. 22 Mollys. Die sollten reichen. Also 22 Mollys sollten dicke reichen. Ja, ich bin ein bisschen, ne, Horde. Ich bin immer nervös vor der Horde. Egal, wie viele Stunden ich habe. Ich habe jetzt weit über 6000 Stunden. Trotzdem bin ich immer nervös vor jeder Horde. Und ich habe immer noch den Respekt vor den Zombies. Und ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ne? Auf alle Fälle, Leute, vielen lieben Dank für die Kommentare in den letzten Folgen. Dankeschön für den ganzen Support. Und ich freue mich natürlich auch an die neuen Leute, die mit dazukommen. Herzlich willkommen. Fühlt euch wohl hier. Wenn ihr Fragen habt, haut es einfach hier rein. Und ich versuche da mal zu gucken, was ich machen kann. Ne? Ob ich euch da helfen kann. So, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen wegnehmen und werden mal gucken, dass wir was repariert bekommen. Denn hier, das ist nämlich hier kaputt gegangen. Da bin ich aber echt im Überlegen, ob ich das überhaupt wieder dran mache hier. Müssen wir hier auf alle Fälle reparieren. So. Wir werden das wahrscheinlich wieder so machen, dass wir leider, ich sag's euch schon mal vorweg, vor der Horde einen Cliffy machen. Also einen kleinen Cliffhanger. Weil das einfach sonst, was weiß ich, anderthalb Stunden Folgen werden und irgendwann ist auch von der Folgenlänge auch mal gut, ne? Weil so 50 Minuten Folgen sind schon echt hart am Limit. Auch so vom Machbaren für mich her.
Da muss man echt gucken. Das ist natürlich ein immenser Zeitaufwand, ne? Das ist natürlich die Sache. Machen wir hier neu. Also ich mache die Folgen gerne, aber irgendwann sprengt es halt meinen Rahmen komplett. Jetzt kann ich noch nicht mal Frames bauen, wa? Ach ja, da ist ja noch meine Gebäuderampe. Die sollten wir mal weglegen. Da, wo ich nicht immer drankomme, hier. Ja, wir lesen mal die Kommentare vor. Marie Bauer hat geschrieben, schon wieder Erster. Nein, ich bin nicht süchtig. Ich hoffe, ich habe die Folgen, die Kommentare nicht schon vorgelesen. Nee, doch, die habe ich doch vorgelesen, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe ich die vorgelesen? Nee, ja, die habe ich vorgelesen. Wir waren jetzt in der letzten Folge, ne? In der Wüstenfolge müssten wir sein. Das sieht besser aus. Jetzt hätte ich fast alte Kommentare vorgelesen. So, Marie Bauer trotzdem. Erster geschrieben. Klar, ist das ein Wettkampf. Schließlich ist Olympia. Nein, ich spiele Standardeinstellung. Vom Loot her kann ich das Schneegebiet empfehlen. Du wirst dort ordentlich den Po bekommen und viel Monte im Schlüppi haben. Deswegen habe ich die Vollstreckerausrüstung, um schneller als die Zombies zu sein. Auch benutze ich die Holzklappen und setze sie vor jeder Tür. So hat man mehr Zeit. Habe ich schließlich von dir abgeschaut. Sind besser als die Frame, stabiler und man kann durchrennen und hochklappen. Asthma ist scheiße. Kenne viele und willst niemals bekommen. Ich habe dafür chronische Nesselsucht. Wollte ich auch nicht. Aber nun ja. Ja. Das ist natürlich auch kacke, Nesselsucht. Eieiei. Jetzt bin ich am überlegen, machen wir das hier weg? Komm, wir machen das weg. Wir machen das weg. Wo hält denn der noch? Ach, da oben. Na? Okidoki. Dann hauen wir den da auch noch weg. Ja, ob ich den Popo voll bekomme, mal gucken. Schauen wir mal, ne? Die Ferrels werden auf alle Fälle, und wenn Glowy schon in den POIs kommen, dann wird das schon auf alle Fälle lustig. Da müssen wir mal gucken. Die Mollys sind ja auch gleich schon fällig. So, die Dinger können wir ja wegmachen. Das hat ja gar nichts geklappt hier. Dann bauen wir da mal eine ordentliche Treppe dran, ne? So, nochmal upgraden hier. Wir haben ja noch ein bisschen. Eigentlich wollte ich die Cobblestone für hinten haben. Für den Schnee. Ich bin mal überlegen, ich weiß es gar nicht. Ich habe noch nie im Schnee gelebt. Ich bin am überlegen, ob ich Lehm noch mitnehmen muss. Oder ob wir da hinten auch Lehm bekommen. Weil da hinten ist ja alles Schnee, aber darunter müsste doch Lehm sein, ne? So, wir sind Level 41. Sehr gut. So, sind wir fertig? Immer noch nicht. Wow, so viel brauche ich doch nicht. So, sonst kann ich nicht weitermachen. Den Rest schmeißen wir nochmal an. Also ich würde es echt feiern, wenn 7 Days das irgendwann macht, dass man die so priorisieren kann. Dann hält man einfach den Knopf drauf und zack, zack. Schiebt dann nach links und rechts und schiebt die so hin, wie man es haben will. Ohne, dass man ständig abbrechen muss. Das würde ich feiern. So. Zeige ich euch mal, wie man eine Treppe baut. Ich habe nämlich letztens gesehen, dass Ellie da auch Probleme hat. Wie man eine ordentliche Treppe baut. Jetzt gehen wir mal hier wieder rein. Dann bauen wir den.
So. 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 Dann nehmen wir einmal der, der muss da rein und dann werten wir das erstmal auf hier. Ne? So, und Flieger Jürgen hat unter Marie Bauer geschrieben, Holzkasten hört sich was? Holzkasten hört sich interessant an. Holzkasten? Hä? Kommst du noch auf Holzkasten? Ach, Holzklappen. Ah, darunter schreibt das. Ich meinte Holzklappen. Ja, die Hatches. Aber die kannst halt nicht wieder mitnehmen, ne? Ein Frame kostet, warte mal. 2 Holz und eine Klappe kostet 10 Holz. Naja gut, wenn man Holz hat, ne? Das ist es ja. So. Dann machen wir wieder die Treppen. Nein. So. Und so. Einen normalen Block, den setzen wir wieder drunter. Dann können wir den schon mal wieder upgraden. Und hier setzen wir dann die normalen Treppen wieder. So, und dann hat man halt so eine Treppe, die so rund um die Ecke geht. Dann können nämlich die Zombies, die hier runterfallen, können dann hier wieder hoch, zack, 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 zack und wieder hoch. Ohne, dass sie dann irgendwie hier gegenhauen oder so. Ist ganz leicht. Wenn man es einmal kann, dann kann man es. Liebe Helly, guck's dir ab. Dann weißt du, wie es geht. Es ist gar nicht so schwer. So. Dann haben wir das auch. So, dann haben wir vom Bab einen Kommentar. Zweiter. Boah, jetzt kommt er wieder mit so einem, mit dem Dialekt. Das lese ich nicht vor. Er freut sich auf die zweite Runde 7 Days to Die. Ach, hast du dahinter noch geschrieben. PS, das Vorlesen von gestern war mir ein Fest. Eus heißt alles, nur nicht Eis. Nur nichts mit Eis. Hab mir vor Lachen fast in die Hose gepinkelt. Ja, das ist doch schön, dass ich dich mit meiner Unwissenheit belustigen konnte. Ja, ja. So wird sie über mich lustig gemacht hier. Belacht. Dann heißt es immer so, Bücher, wir lachen mit dir, nicht über dich. So. Die neue Treppe ist fertig. Sehr gut. Brauchen wir auf alle Fälle, müssen auf alle Fälle die Elektronik reparieren, ne? Da muss ich mal gucken, was brauche ich denn dafür? Und das hier muss auch repariert werden. Das hat auch gut gelitten. Teile und Eisen. Da muss ich mal gucken. Ich kann noch Fences bauen, ne? Können wir nicht mehrere bauen? Ja, natürlich. Ha! Easy, Klammern, easy. Mach mal. Machen wir, machen wir. Obwohl, du siehst das gar nicht. So viel haben wir gar nicht. Ich habe ja noch nicht wirklich abgeschraubt. 3 Stück. Dann bauen wir nur 2. Warte mal, dann machen wir nochmal hier. Sehen wir.
So, dann können wir die nämlich hier schon mal wieder einsortieren. Ja, das sollte reichen, oder? Was sagt er? Wir können sogar noch welche bauen. Wir haben über noch 1000 Schießpulver. So, dann erste Hilfeverbände. 14 Stück incoming. Dann können wir das auch wieder wegpacken. Ja. 6000 Benzin. So, müssen wir kurz warten. So, aber... Notfalls muss ich noch abfrenschen. So, genau, wir waren ja noch gar nicht fertig mit dem Kommentar, ne? Hast du die Mühe gemacht? Die Übersetzung war sehr vereinfachte Bayerisch. Folge 32, jetzt darf scharf geschossen werden. Euch dazu, für euch dort anzuhängen, nichts mit Eis. Wäre auch nichts bei der Hitze. Doch, Eis ist geil bei der Hitze. PPS 2, ich bin stolz auf dich, dass du solche Späße mitmachst. Obwohl ich ein derber... Was? Ein derbisches, heftiges Bayerisch schreiben, sprechen könnte. Sowas macht dich sympathischer. Dankeschön. Ja, sicher, warum soll ich so einen Spaß nicht mitmachen? Es war aber sehr schwer für mich. Ich weiß nicht, wenn jemand sprechen würde, vielleicht würde ich es besser verstehen, aber so, wenn das so geschrieben ist, dann so, boah. Halleluja. Oh, guck mal, hier ist auch kaputt. Ja, ja, ja. Und das sehe ich, so sehe ich das richtig? Ah, nee, man sieht das ja gar nicht. Ich wollte schon sagen, sehe ich das richtig, dass ich das neu verkabeln muss? Das sieht man ja gar nicht. Ich frage mich, wo die Wanderhorde bleibt. Die hat keinen Bock, oder was? Nee, warte mal, wir müssen hier hoch. So. Dann haben wir das auch. Sehr schön. Machen wir heute ganz gechillt hier, Vorbereitung. So, das Ding kann erstmal aus. Da baut er. Wo habe ich denn den Apparello? Da. Und ich werde demnächst mal gucken, dass wir auf so langsam mal Richtung Knüppel gehen. Wir sind ja jetzt im Stärkebaum drin. Dass wir da definitiv eine andere Endgame-Waffe bekommen. Weil mit Messer weiß ich nicht. Da sehe ich mich noch nicht so wirklich. Könnte eine Machete eventuell bauen, ne? Aber nur eine Einser. Oh, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Eine Einser-Machete. Ach nee, habe ich hier oben nicht eine Dings gehabt? Nee, habe ich gar nicht. Ich habe gedacht, ich hätte hier ein Relais gehabt. Nee, das habe ich im Streamspielstand gehabt, ne? Bin ja schon voll verpeilt. So. Und ich schalte nicht in Reihe, Leute. Schaltet niemals in Reihe. Ich habe schon ganz oft erwähnt, aber schaltet nie von hier nach da. Wenn der nämlich kaputt geht, ist der auch kaputt. Und wenn er so schaltet, kann der ja kaputt gehen, dann... Funktioniert der trotzdem noch? Also? Ach nee, Quatsch, was mache ich denn? Jetzt bin ich schon völlig verpeilt. Warte mal. Von hier. Jetzt nach da. Sehr gut. Gut, dass mir nichts mehr passieren kann, ne? So, jetzt gucken wir mal. Da sehen wir jetzt, wenn gelb ist, 5 Watt, gelb.
Dann ist da Strom drauf. Dann tut's. Notfalls muss ich hier in eine Horde, obwohl, ja, ich weiß gar nicht, ob ich dann die Zeit habe, da hochzugehen zum Reparieren. Aber ich glaube, wir sind soweit fertig. Das ist wichtig, dass das hier alles stabil ist noch. Der Rest ist jetzt nicht ganz so wild. Da kann überall immer irgendwo mal so ein kleiner Huppel sein. Da will ich jetzt aber auch meinen Zement für nicht verschwenden. So, dann habe ich einen Kommentar vom Nadeltrauma, hat geschrieben, ja, das mit der Allergie und einer leichten Form von, achso, ja, da, was? Moment, nochmal von vorne. Ja, nee, Quatsch, da ich auch sehr mit Allergie und leichten Asthma zu kämpfen habe, mal eine Frage, ist das bei dir dieses Jahr auch schlimmer als in den letzten Jahren? Ich habe das sonst 2 bis 3 Mal im Jahr. Und sonst nur bei 2 Wochen weg. Dieses Jahr ist bei mir öfter, länger und intensiver. Super Folge. Ja, kann ich dir definitiv mit Ja beantworten. Dieses Jahr ist für mich richtig schlimm. Ich habe davor nie Probleme gehabt, bin so durchgekommen. Dieses Jahr musste ich mich spritzen lassen. Und trotz Spritze, womit ich dann eigentlich das ganze Jahr über durchkomme, also wenn ich mir diese Spritze setzen lasse, dieses Trigam heißt das, komme ich eigentlich gut durch den Sommer. Aber nach 4 Wochen habe ich wieder die übelsten Allergieflash gehabt. Und das ist Katastrophe. Das ist einfach nur Katastrophe. Es macht nicht wirklich Spaß. Kann soll ich nur sagen. Das ist sehr bescheiden. Die Ribbon Resistance. Rippen. So, von dich sehe ich bald genug. Im Schnee. Dann nehmen wir mal ein paar Teile mit, ne? Brauchen wir ja noch. Aber wie gesagt, kann ich nur so... Kann ich absolut zustimmen. Ist so. Jetzt kommen sie von draußen, oder? Huch! Kommt die da hoch? Ich habe doch keine Zeit für euch. Was ist da los? Brauche ja nicht viel, aber damit wir so ein bisschen zum Reparieren haben. Gehen wir da mal rein hier. Und nehmen das mit, ne? Was wir haben, das haben wir. So, dann haben wir einen Kommentar vom Flieger Jürgen. Hat geschrieben, hallo Sombira, schöne Folge und Vorahnung sind immer die besten. Noch gute Besserung wegen deinem Asthma. Gruß Jürgen. Dankeschön. Ja. Dann hast du immer wieder die Asthma-Anfälle, ne? Dann
hast wieder schlechte Tage, dann hast du wieder Tage, wo du denkst, jo, ist gut. Wie ist es nun mal? Könnt's nicht ändern. Ich muss da durch. Ich weiß gar nicht, was hier unten drunter ist. Wow. Na komm. Kommt nicht. Oder dass ich die Schusswaffe geskillt habe, ne? Manchmal mein Gefühl ist gar nichts. Und jeder her. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus Luthausen, bitte sehr. Lalalalalalala. Die sind so doof, ne? Das sind ja die hier im Hutraum. Wenn wir hier halt rumgehen, dann kommen die da halt. Wow, der Pinsel. Dass ich hier noch nicht drin war. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ne? So, dann haben wir ein Kommi von Oliver. Oliver schreibt, moin an alle, spiel das Spiel so wie du möchtest. Es gibt hier keine Menschen, die dich sterben sehen wollen. Ja, nie ist klar. Ja. Wer soll das denn glauben? Nein, er hat den Pinsel gescrappt, er kriegt ihn nie wieder. Wer bin ich? Also Leute, für alle, die Hellys Playbase noch nicht kennen, ne? Geht da mal vorbei, geht da mal gucken. Macht auch coolen 7 Days Content. Mit der spiele ich auch demnächst wieder im Koop. Mit der guten Dame. Vollstreckerhandschuhe. So, 13-fach überladen. Moment. Wir brauchen doch Teile, Mensch. Was ist da los, Bürger? Und Schraubfeder, ne? Wären auch mal geil für später für Granatenhorden. Und bessere Schraubapparello wäre auch geil. Schlagbohrer wäre echt cool. So, jetzt muss ich nur lebend rauskommen, hoffen, dass keine Feral-Wanderhorde kommt. 15-fach überladen ist schon eine Ansage, ne? Da kannst du gar nichts machen. Seht ihr ja, ne? Eieieiei. Ich spiele das Spiel immer so, wie ich will. Ich kann das Spiel ja nicht spielen, wie andere wollen. Ich weiß ja gar nicht, was alle anderen wollen. Oh, das ging wahrscheinlich wegen den Kommentare vorlesen, ne? Was ist eigentlich, wenn ich hier die Lampen abballer? Guck mal, da kommen auch Teile raus. Sehr gut. Aber ihr könnt jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, ob ich es schaffen werde.
was sie denkt. Schaffe ich die Horde oder will ich sterben? Das wäre mir nochmal was Feines, wenn ihr das beantworten könntet. Ich kann euch nur sagen, ihr müsst believen. Believed in den Streamer. Streamer will ich schon sagen, in den YouTuber. Ich sehe mich immer noch ein bisschen mehr als Streamer irgendwie, ich weiß auch nicht. Obwohl ich so gerne YouTube mache. Würde ich auch sagen, in den Content Creator. So. Achso, jetzt habe ich die Teile weggepackt, ne? Warum gucke ich denn immer in die Seeds-Kiste rein? Das ist ja widerlich. 3 Stück brauche ich. 3, 6, 9. Warte mal, ich habe einen, hätte ich. Nee. Eisen. Drei. Wir brauchen noch einen. Das heißt, wir brauchen noch geschmiedetes Eisen. Haben wir. Dann machen wir noch einen. Dann haben wir 3, dann haben wir 4. Dann können wir noch 2 reinbauen. So, was macht mein Tee? Sehr gut. So, schmeißen wir mal da rein. Dann brauchen wir definitiv hier wieder. Oh. Ja, das ist mein Hund. Danke, Gira. Wenn die reden könnte, würde sie sagen, geh mir nicht auf den Sack. So. Ja, haben wir schon mal gut Muni, ne? Da haben wir doch schon mal gut Muni. Darf nur nicht die Teile mit vergessen zum Reparieren, ne? Ja, das dauert ein bisschen. Ich werde das jetzt ausbrennen. Ah ne, wir haben noch einen Kommentar. Von Mr. Boone hat geschrieben, das mit dem Messi kenne ich. Wenn einer dieser Spieler, die jeden Holz- und Bürostuhl mitnimmt, nicht abbaut, sondern wirklich mitnehmen. Schließlich muss die Basis irgendwie ja dekoriert werden. Schöne Folge. Und mach weiter so. Däumchen ist ein Träumchen. Support, kein Mord. So sieht es aus, Leute. Jetzt schon mal Däumchen nach oben drücken. Nicht vergessen. Und Otto Ariel schreibt, ich bin genauso. Alles wird mitgenommen oder abgebaut. Richtig schlimm. Ach du Kacke, wir haben so viele Kommentare. Tarikuta schreibt, Inventar ist in Vanilla schon extrem klein. Schöne Folge wieder. Dankeschön an euch beiden. Otto Ariel schreibt, wieder eine tolle Folge. Ich versuche mir auch immer zu merken, wo der Hauptloot ist, wenn ich deine Videos schaue. Und dann im eigenen Spiel mal eben reinhüpfen. Ja, meistens sind die irgendwie da oben auf dem Dachboden oder unten im Keller. Ganz selten, dass die irgendwo mal versteckt sind. Vielleicht in ein paar kleinen POIs, Stufe 1 oder so. Dennis Eck hat geschrieben, bei mir ist der gute Reck bei den 4ern, 5ern Stufenquest schon ein paar Mal ins Schneegebiet wurde geschickt. Und die liebe Jen wollte mich schon mal ins Kaputte schicken, das habe ich mich aber noch nicht getraut. Ab und spiele nur auf Abenteurer und maximal eine Stufe höher, also nichts Wildes. Ja, das kann natürlich sein, ne? Weil du halt in diesem grünen Biom halt nicht diese hohen POIs hast. Ne? Ich glaube, du hast nur bis Stufe 3 oder so. Und alles, was da drüber geht, wirst du halt dann in Schnee oder in die... Seht ihr ja, hier sind die Mega-Cities, ne? Oder hier. Hier hast du das nicht. Das kann sein, ne? Dann haben wir einen Kommentar vom Janis, hat geschrieben, wie immer eine super Folge. Ich kann auch kein Loot zurücklassen. Ich werde meinen Kollegen immer, von meinem Kollegen immer Lootschwein genannt.
Ja, passiert. So, wir haben heute eine etwas kürzere Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich schalte euch dann zur Horde hinzu, zwirbel da die Dinger noch dran und dann sage ich mal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.